Zahlenverlust. Zahlenverlust. Damn, das sehen wir nicht mehr. Spiralenverlust. Hallo. Heute haben wir Samstag, 22.09. Und das ist so. Heute ist ein bisschen turbulent in der Troposphäre. Aber das macht uns ja nicht aus. Wir sind wie immer wohlig gekleidet. Ja, schön kalt um die Füße. Ja, dann haben wir hier unseren Standard-Wollpullover, wollte ich gerade sagen. Aber ist eigentlich ein Wolljäckchen. Ja, an dem Reißverschluss unten der Zus erkennt man, dass es schon eine Weile her ist, dass wir das letzte Mal was gegessen haben. Ja, und ansonsten, mir geht's ganz gut. Nur wieder ein bisschen am Basteln. Ja. Und ich säge heute einmal Kupferrohre zurecht. Dafür habe ich mir hier eine Eisensäge hingelegt und einen Maßstab. Ich brauche jetzt also ein 16 cm langes Stück. Dafür habe ich hier die Zentimeterskala. Ja, was das hier drüben ist, erkennt man nicht mehr so gut. Da ist was abgeplatzt. Vielleicht weiß das ja der ein oder andere von euch. So, ja, ich messe mir dann hier 16 cm ab. So. Genau. Das liegt dann frei. So. Und damit das richtig funzt, werde ich mal mit der Schraubzwinge das Rohr am Tisch befestigen. Da darf man jetzt nicht zu fest drehen, weil man sonst das Kupferrohr eindrückt. Und wir wollen das ja auf eine andere Art und Weise eindrücken. So, muss euch mal kurz weglegen. Ja, um meine 16 cm hier abzumessen. Naja, und jetzt kann man da ganz genüsslich. Gar nicht so einen Stress machen dabei. Dann verkantet das nämlich nur und naja, was dann folgt, müsste jeder selber wissen. Ha, siehst du, da haben wir schon das Paradebeispiel. Naja, dann muss ich jetzt mal mit Hand festhalten. Ne? So, dieses 16 cm Stück ist dann später aus dem Ei kommend zur ersten Gabelung. So, folglichermaßen messen wir jetzt die Strecke ab, die wir für so ein Rohr brauchen. Wir haben jetzt schon mal ein Rohr reingelegt. Als Beispiel. Das guckt dann da raus. Ich glaube, ganz so lang muss unser Zielrohr gar nicht sein. Das wird so lang sein, genau. Ich brauche hier auch nicht so weit rausgucken. So, wir nehmen jetzt mal hier die Mitte vom Gerät. Also unser Rohr muss tatsächlich 30 cm lang sein. Gut, machen wir das so. Jetzt haben wir hier schon mal die beiden Rohre, die aus dem ganzen Apparat hier rausführen werden. Wir haben dann noch irgendwo, hier haben wir noch Winkelverbinder, womit wir nachher diese beiden Rohre verbinden werden. So. Ja, die drücken wir dann erstmal beide. Und ich habe mir überlegt, dass wir nachher noch einen besseren
Effekt haben, stellen wir den ganzen Kühlschrank auf so eine Art Podest. Ja, kann ruhig einen Meter hoch sein. Mal gucken, ob wir den nachher auch so hoch gehievt kriegen. Ja, und dann kann man nämlich das Rohr, was dann runtergeht zur Pumpe, das kann man dann länger gestalten. Und wenn wir das ganz akkurat drücken, dann haben wir da so ja noch ein extra, wie soll ich sagen, ein extra Kühl, ein extra Booster-Effekt. Und wenn wir das Rohr dann gut einpacken, ja, in Epoxidharz meinetwegen oder Schafswolle etc. Also mit einem guten Isolator einpacken, dann haben wir dann einen richtig guten, ja, sag ich mal, Booster-Effekt. So, erstes Stück Rohr versaut beim Drücken. Ja. Erstens zu früh an der Kante angefangen und zweitens gleich zu doll gemacht. Ja. So, schon neun Stücke zur Rechte gesägt. Ist auch ein bisschen länger, das passt dann besser. Ja, und mir kam eine Idee, wie man die jetzt so, ja, leicht konisch kriegt. Man bräuchte jetzt nur so eine Art Hütchen, wo man die dann raufsetzt. Ja, wie soll ich das jetzt veranschaulichen? So, ich habe eine Idee. Stell dir vor, der Bohrer ist das Hütchen und der geht jetzt auch schon konisch. Also hier an der Spitze hat er noch einen Zentimeter Durchmesser, ja. Und da unten hin wird er dann immer weiter, so sagen wir mal 24, 25 mm. So kann man das Rohr dann hier oben raufpacken und kann das dann vorsichtig von oben mit einem Holzhammer nach unten schlagen. Und umso weiter runter das Rohr geht, ja, wird das sozusagen hier auf der Hälfte geweitet. Ja, und die andere Hälfte bleibt so. Dann hat man das Rohr hier schon mal weiter. Ja. Aber wie denn mit dem Drücken gehen soll, weiß ich noch nicht. Oh. Jetzt fällt flüssige Sonne vom Himmel. Hat sie auch mächtig zugezogen. Ja, und ich bin gerade dabei, etwas auszuprobieren. Und zwar, bevor ich dieses Rohr drücke, mit einem Edding vormarkieren. Und ich habe jetzt lange rumprobiert, letzten Endes habe ich auf mein Herz gehört. Mein Herz hat gesagt, halte dir das Ding, dieses Rohr, doch hier, und Herz. Und mit der rechten Hand nimmst du dann den Edding und dann brauchst du dieses Rohr nur noch nach links drehen und dann kannst du schön eine Spirale an dieses Rohr malen. Ja, ich mache jetzt mal weiter und dann zum Schluss gucken wir uns das mal an, das Gemalte. Ja. Das geht richtig gut. Also, ich glaube, ich habe meine Mitte gefunden. Also, wenn man sowas perfektioniert hat, so ein Handwerk. Naja, kann ich heute nicht weiter zu sagen. Ne? So, jetzt kann ich euch nämlich auch erklären, warum meine Presswangen so aussehen, wie sie aussehen. Ja? Also, damals, wo ich das so gemacht habe, kein Blassen davon, dass ich das mal gut einsetzen werde können. Jedenfalls die Ecke da unten. Das ist jetzt hier sozusagen, wonach ich mir dann richte. Mit der Ecke gehe ich jetzt immer die Linie lang. Immer in 2-3 mm Schritten, ja, ungefähr. Ja, also so ein paar Krücken, ja, braucht man noch, bis man das richtig drauf hat. So, die beiden Rohre hätten wir also schon mal fertig gedrückt. Können wir jetzt allerdings hier noch nicht verlöten, weil wir uns nachher das eigentlich mehr reingebaut kriegen. Ich habe mir gedacht, ich werde das Rohr hier unten
in diese etwas größere Öffnung, als das Rohr im Durchmesser ist. Dass ich das Ohr. Nee, dass ich das Rohr da so mit dem Tonel verbinde. Zum Beispiel, ja, mit Gips. Nur weiß ich nicht, inwiefern, wenn Gips ausgehärtet ist, der dann auch nicht mehr angreifbar ist von Wasser. Und naja, ich muss ja mal nachgucken, ob da jetzt irgendwelche Stoffe drin sind. Also Stoffe halt, die nicht so gut wären. Ja. Wenn da jetzt zum Beispiel Calciumoxid drin wäre, okay, könnte man sagen, kann man durchgehen lassen. Ja, wir schauen mal, was wir da nehmen können. Auf jeden Fall will ich das Rohr irgendwie da, also tatsächlich Gummi nehmen muss oder so. Soll schon halbwegs natürliche Materialien sein. Ja. So, machen wir noch ein letztes Update für heute. Nach wenigen Stunden Rumkriecherei und Rumbastelei habe ich jetzt, ja, habe ich mir erstmal dazu entschieden, ja, hier tonartig etwas zu erweitern. Und das muss jetzt erstmal langsam trocknen. Ich habe da, wie gesagt, jetzt noch Calciumoxid mit reingemischt, damit das auch besser aushärtet. Dann habe ich noch ein bisschen Gips mit drin. Also und das Ganze gemischt mit Ton. Ja, das darf jetzt trocknen. Dann haben wir hier einen dickeren Boden und dann können wir nachher auch unser Rohr da besser befestigen. Also ist bis jetzt nur ein Plan, ne? Mal schauen. Ja. Und wir sehen uns dann in Teil 3. Ja. Für heute machen wir erstmal eine Abendfeier. Also, ja. Hier. Oh, Scheiße.